Herzlich willkommen zur Fingerzeig Talkshow. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und ein ganz besonderes Thema. Und das Thema ist Inklusion. Das ist ein großes Wort und das möchten wir uns heute mal genauer angucken mit dem Schwerpunkt Schule, also Inklusion in der Schule. Wir haben geschafft, also einen ganz bekannten Gast einzuladen, der viel in diesem Thema gearbeitet hat, Inklusion, im Bereich Gehörlose, Schwerhörige, kennt sich gut aus. Und da haben wir jetzt einen Gast da, den ich natürlich jetzt befragen möchte. Und das gibt natürlich in Deutschland eine unheimliche Veränderung in dem Bereich. Es gab so den Gehörlosenbereich, den Schwerhörigenbereich. Und das hat sich dahingehend verändert, dass es natürlich zusammengeht. Und dass in diesem Bereich eine unheimliche Veränderung stattfindet. Zum Beispiel die Gehörlosenschule geht mit der Schwerhörigenschule zusammen. Und man hat gehörlose Kinder, die auch an hörenden Schulen unterrichtet werden wollen. Also die Situation hat sich komplett verändert für die Eltern, für die Schüler, allgemein die Gesellschaft hat eine große Veränderung durchlebt. Und auch die Entwicklung bei tauben und schwerhörigen Menschen hat eine Veränderung erlebt. Und wie das genau aussieht, dazu möchte ich jetzt eine Person befragen. Wir haben Claudia Becker eingeladen, die Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin ist. Und sie hat betreut einen Studiengang Gehörlosenpädagogik und Audiopädagogik und arbeitet schon mehrere Jahre in diesem Bereich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich unheimlich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, gerne. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du aufgewachsen bist, wie du darauf gekommen bist, in diesem Bereich zu arbeiten, woher der Wunsch kam. Einfach mal locker erzählen, wie das dazu kam. Okay. Ich bin in Münster aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen und hatte dann überlegt, was möchte ich eigentlich später machen, in welchem Beruf möchte ich arbeiten, und fand das Fach Deutsch ganz interessant, auch Geschichte fand ich spannend und dachte, vielleicht ist Lehramt was für mich. Und ich hatte vom Arbeitsamt so ein Buch bekommen, wo alle unterschiedlichen Berufe aufgelistet waren. Und da bin ich dann auf das Fach Gehörlosenpädagogik gestoßen. Und im Zuge dessen hatte ich auch ein Gespräch beim Arbeitsamt und hatte den Bearbeiter da gefragt, was muss man denn machen, um Gehörlosenpädagogik zu studieren. Und interessanterweise war der Berater zwar hörend, und das war in den 80er Jahren, dass er zu mir sagte, wenn Sie Gebärdensprache oder Gehörlosenpädagogik studieren möchten, müssen Sie Gebärdensprache lernen. Und so kam es dann dazu, dass ich in Münster Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert habe und an der VRS in Münster einen Gebärdensprachkurs belegt hatte. Und das war so gesehen mein erster Kontakt mit erwachsenen tauben Menschen. Und bin, nachdem ich dann in Münster angefangen hatte zu studieren, irgendwann an die Uni Köln gegangen, habe dort mein Studium auch beendet und hatte dann den Zusatz auch von Gehörlosenpädagogik gemacht. Nach meinem Abschluss bin ich dann dort in die Forschung gegangen in Köln, war wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin 2011 dann nach Berlin gekommen. Ich habe dort quasi die Stelle als Professorin angeboten bekommen, die habe ich dann angenommen und arbeite seitdem an der Humboldt-Universität. Toll, eine spannende, kurze Geschichte, und ich finde, jeder Mensch hat sowieso eine spannende Biografie und eine spannende Geschichte zu erzählen. Du bist also 2011 sozusagen, hast du angefangen und hast die Ärmel hochgekrempelt, hast gesagt, ich möchte was verändern, ich möchte was erreichen und möchtest für taube und schwerhörige Menschen die Situation in der Zukunft besser machen. Aber was war dein erster großer, wichtiger Schritt im Zuge deiner Entwicklung?
Ja, als ich damals an die Humboldt-Uni kam, muss ich sagen, war der Studiengang schon ziemlich gut aufgestellt. Also es war so, dass im Rahmenlehrplan fest verankert war, wer dieses Studienfach studieren möchte, muss Gebärdensprache lernen. Und das auf einem sehr hohen Niveau. Das war schon mal eine tolle Voraussetzung, wo ich gesagt habe, das soll auch so bleiben. Und da habe ich auch mich sehr für eingesetzt und gekämpft. Aber damals war es halt so, dass der Schwerpunkt des Studiengangs eigentlich auf Förderschulen ausgerichtet war. Das heißt also, man hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man ein bilinguales Konzept in Förderschulen einrichten kann. Beispielsweise hier in Berlin gibt es die Ernst-Adolf-Eschke-Schule, die das bilinguale Schulkonzept schon etabliert hatte. Und wir haben dann uns überlegt, wie kann man denn eine bilinguale Beschulung an Regelschulen für taube und hörgeschädigte Kinder einrichten oder etablieren. Und da liegt jetzt gerade unser Schwerpunkt. Also sowohl das bilinguale Konzept für Gehörlose wie auch hörende Kinder. Also das ist wirklich spannend. Also das, da hast du 2011 eine sehr große Aufgabe übernommen. Und es interessiert mich auch noch sehr, bevor das politische Thema kommt, wie sieht es denn in diesem Studiengang bei dir aus? Kannst du beschreiben? Es gibt ja das Angebot, also das hast du ja schon beschrieben, aber wie sieht es aus bei den Mitarbeitern? Deine Mitarbeiter, sind da auch taube Mitarbeiter dabei oder sind das nur Hörende? Kannst du da ein bisschen von erzählen? Ja, bei meinem Team ist es so, dass wir derzeit 10 Personen sind. Es gibt sowohl hörende wie auch gehörlose Kollegen, wissenschaftliche Mitarbeiter, 3 studentische Hilfskräfte, eine Sekretärin und 2 Gebärdensprachdolmetscherinnen, die das Team ja, ausmachten. Und ja, jährlich nehmen wir etwa 25 neue Studierende auf und haben derzeit so knapp über 100 Studierende bei uns im Studiengang. Aber bei uns ist es so aufgeteilt, man kann entweder Gebärden- und Audiopädagogik studieren. Das heißt also, es ist der Studiengang Sonderpädagogik im Bereich Gebärdensprache bzw. Audiopädagogik. Darüber hinaus ist aber auch möglich, dass das Gebärdensprache- und Audiopädagogikstudium nur ein Teil ist. Also man setzt sich noch ein zweites Standbein, indem man dann Blindenpädagogik oder Sonderpädagogik für körperlich behinderte Menschen studiert. Toll, ich liebe Zahlen, Daten, Fakten und ich habe das Gefühl, du hast mir jetzt alles dazu schon gegeben. Aber jetzt nochmal, wie sieht das Angebot in Berlin? Also das Angebot in Berlin ist jetzt klar, aber wie sieht es in anderen Städten aus? Zum Beispiel Hamburg, in Köln, in Heidelberg oder in München. Ist das mit Berlin zu vergleichen oder wie sieht es dort in den Städten aus? Kannst du darüber was sagen? Also man kann nicht sagen, dass die Studiengänge komplett identisch aufgebaut sind. Natürlich gibt es eine gewisse Tradition in diesem Studiengang. Früher wurde primär die orale Methode unterrichtet und es gab zunehmend den Wunsch nach Veränderung. Und die Uni Hamburg war quasi mehr oder minder die erste, wo dann auch Gebärdensprache mit im Studium etabliert wurde. Mittlerweile ist es so, dass es jetzt auch die Universität Köln mit aufgenommen hat, dass dort die deutsche Gebärdensprache auch mit unterrichtet wird an der Universität. Beispielsweise in München gibt es dieses Angebot bislang noch nicht. Und nach meinen Informationen ist es, glaube ich, so, dass alle zwar einen Sprachkurs anbieten, alle Universitäten, aber nur bis zu einem bestimmten Niveau. Also da muss man sagen, dass Köln, Hamburg und Berlin wirklich da schon auf hohem Niveau Gebärdensprache unterrichten und sich da auch von den anderen unterscheiden. Das bedeutet ja für die Studenten, dass es ein ziemlich großes Glück ist, in Hamburg und Berlin zu studieren. Ne? Aber ich denke, dass viele sicherlich sich vorher schon informieren, wo sie studieren wollen. Viele wollen vielleicht auch nach Berlin, weil es ja auch eine sehr schöne Stadt ist. Ne? Ja, also wir haben unheimlich viele Bewerbungen jedes Jahr. Also jetzt nur für den Bereich Gebärdensprache und Audiopädagogik haben wir im Wintersemester 2016 über 400 Bewerbungen erhalten. Also es herrscht ein sehr, sehr großes Interesse.
Wow, so viele, meine Güte, also Hut ab, 400 Bewerber, das wundert mich total, weil es ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil aufgenommen, ein großer Teil wird abgelehnt, die müssen sich im nächsten oder im übernächsten Jahr nochmal bewerben. Das ist ja fast wie im Medizinbereich, natürlich ein bisschen kleiner gesehen, aber klar, aber so die Situation ist ähnlich, ne? Jetzt ist mir so allgemein klar, wie das in Deutschland aussieht, aber wie sieht es jetzt nochmal politisch aus? Wir hatten ja schon das Wort benutzt vorhin, gehörlosen, schwerhörigen Pädagogik. Es gibt diese Förderzentren, die weiterhin bleiben sollen. Auf der anderen Seite gibt es die Regelschulen, wo auch bilinguale Angebote gemacht werden sollen. Kannst du den Blick der Politik noch mal beschreiben? Also sind die da begeistert oder gibt es da Vorbehalte? Meinst du jetzt, wie ja die Meinung der Politiker ist? Mhm, ja. Ja, also man kann sagen, dass in Deutschland derzeit etwa 50% der gehörlosen und hörgeschädigten Kinder Regelschulen besuchen und 50% der gehörlosen Schülerinnen und Schüler sind an Förderzentren. Und es gibt ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, Förderzentren sollen geschlossen werden und schrittweise abgebaut werden. Andere sagen halt, es ist wichtig, dass es für die Kinder nach wie vor Förderschulen gibt, aber zusätzlich sollte das Angebot an Regelschulen geschaffen werden. Ja. Dann gibt es natürlich auch Politiker, die sagen, die Förderzentren müssen auf jeden Fall bleiben, insbesondere im Bereich Hörschädigung. Aber der Trend geht einfach dahin, dass schwierige und gehörlose Schüler an Regelschulen beschult werden. Und das wird, denke ich, auch Trend in der Zukunft bleiben und das wird größer werden. Okay, das ist die Situation in Deutschland. Wie sieht es jetzt speziell in Berlin aus? Du bist ja sozusagen hier Profi in dem Bereich, du kennst dich hier komplett aus, weißt Bescheid. Es gibt hier ja die Gehörlosenschule, es gibt zwei schwerhörigen Schulen, also insgesamt diese drei. Wie ist denn im Moment die Situation? Was meinst du, wie sieht es aus? Sind da immer noch viele Anmeldungen oder wechselt das jetzt in Richtung Regelschule oder gleicht sich das aus? Hält sich das die Waage oder sind diese Förderzentren irgendwie immer noch sehr beliebt oder gehen mehr Schüler auch an die Regelschule? Wenn ja, warum? Also wie gesagt, etwa 50% der hörgeschädigten Kinder sind an Regelschulen derzeit und die Veränderung, die zu verzeichnen ist, ist, dass die Kinder auch zusätzlich, also dass früher ja primär die Gehörlosenschulen auch sehr lautsprachlich orientiert waren. Und das heißt, die Kinder hatten viel Artikulationsunterricht, waren mit Hörgeräten und FM-Anlagen ausgestattet. Und man hat eine Lösung gesucht, wie Kinder trotzdem an Regelschulen jetzt beschult werden können. Und das findet in aller Regel mittlerweile mit Gebärdensprachdolmetschern statt oder im Teamteaching, also mit zwei Lehrkräften, eine Lehrkraft gebärdet, die andere spricht. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man das weiter ausbauen kann, wie man das bilinguale Modell weiter gestalten kann, um Regelschulen besuchen zu können und dort auch ein bilinguales Angebot zu schaffen. Und es gab in Berlin ja den bilingualen Schulversuch und es war so, dass die Senatsverwaltung Berlin vor 2 Jahren eine Arbeitsgemeinschaft gegründet hat zu diesem Thema, wo diverse Vertreter mit dabei waren, von Universitäten, von Hörlosenschulen, von diversen Vereinen, Schwerhörigen und Gehörlosenvereinen. Und insgesamt bestanden wir aus 16 Personen und haben uns Gedanken darüber gemacht, ja, wie Inklusion an Schulen eigentlich umgesetzt werden kann, insbesondere an Gehörlosen- und Schwerhörigen-Schulen. Wie kann man ein bilinguales Konzept dort etablieren? Und wir haben ein Konzept dafür geschrieben und entworfen, das diverse Kriterien enthält. Beispielsweise fordern wir eine maximale Schülergröße von 15 Personen in einer Klasse. Dann muss das gebärdensprachliche Angebot vorhanden sein, sowohl bei den Hörenden wie auch bei den gehörlosen Schülern. Und das Ganze ist gerade so in der Planungsphase und baut sich Schritt für Schritt auf. Dieses Konzept, was wir uns da überlegt haben, nennt sich Schwerpunktschule. Das heißt also, es ist eine Schule, die sich auf hörgeschädigte Kinder spezialisiert hat,
Bislang ist es allerdings alles in der Planung und die Umsetzung fehlt noch. Wir warten schon seit einiger Zeit darauf, dass es nun endlich losgehen kann. Okay, das ist ja unheimlich, sind ja unheimlich spannende Punkte, viele Punkte. Ich bin sehr interessiert und wir schauen jetzt mal auf die Politik in Berlin. Die ist zum Teil offen, möchte auch unterstützen, möchte diese bilinguale Beschulung unterstützen, sind auch bereit, dieses Team-Teaching zu finanzieren. Es ist also Geld da dafür, das ist also die positive Seite. Aber wir schauen uns nochmal direkt die Schüler an, die tauben und schwerhörigen Schüler. Wenn die jetzt in der Schwerpunktschule beschult werden oder halt auch in der gehörlosen Schule gehen, wie sieht es aus? Im Zuge der Inklusion, die müssen also den Zugang zu verschiedenen Schulen bekommen. Aber wenn die jetzt sozusagen in diese Schwerpunktschule kommen, dann ist ja sozusagen ein Zwang da, auch diese Schule zu wählen. Ne? Es hat natürlich wiederum auch den Vorteil, dass an so einer Schwerpunktschule Kinder, taube oder schwere Kinder beschult werden, hat es natürlich auch Vorteile. Oder was sagst du dazu? Ja, also jetzt die Situation in Deutschland, es ist so, dass ja eigentlich bislang die Kinder integrativ beschult wurden. Also ein gehörloses Kind war in der Klasse mit komplett hörenden Kindern. So, das hieß also, für das Kind war es unheimlich schwierig, insbesondere was die Kommunikationssituation anbelangte. Also es gab nicht wirklich eine Anpassung für dieses Kind. Auch der Kontakt zu anderen gehörlosen, schwerhörigen Kindern war nicht möglich. Darüber hinaus auch die Gebärdensprache zu lernen. Klar, wenn man gehörlose Eltern hat, ist das was anderes, aber wenn man als gehörloses Kind hörender Eltern an eine Regelschule kommt, ist es sehr, sehr schwer, dann dort Gebärdensprache zu lernen. Und es ist auch häufig so, dass wenn in eine Regelschule ein gehörloses Kind aufgenommen wird, sagen die Schulen häufig, wir lernen gar nicht die Gebärdensprache, weil möglicherweise ist das Kind in ein paar Jahren nicht mehr an der Schule, weil es die Schule gewechselt hat oder mit der Schule fertig ist. Das heißt also, die Energie und Mühe, die ist dann gar nicht mehr notwendig. Und deshalb für eine Schule ist es eine große Umstellung, Gebärdensprache zu lernen und sich auf diese Schülergruppe anzupassen. Und viele Lehrkräfte sagen auch, ich bin nicht bereit, Gebärdensprache zu lernen, weil wie gesagt, in 3 Jahren ist möglicherweise der Schüler oder die Schülerin nicht mehr bei uns. Und was machen wir dann? Also deshalb haben wir halt gesagt, es bietet sich an, in einigen Schulen eine Veränderung herbeizuführen, insbesondere die sich dann auf gehörlose und schwerhörige Kinder spezialisiert haben, um dort auch zu sagen, okay, wir lernen die Gebärdensprache, wir sind bereit dafür, da uns auch zu engagieren und nehmen dann auch gehörlose und schwerhörige Kinder auf. Und das wäre dann halt die Schwerpunktschule. In dem Sinne hast du natürlich recht, dass keine große Auswahl besteht, aber es erweitert das Ganze ein bisschen. Okay, klar, das ist sozusagen ein Punkt, dass diese Schwerpunktschule Vorteile hat, einige Vorteile. Auch sicherlich in der Ausstattung muss man auch sehen. Und finanziell natürlich auch, wenn mehrere Kinder dort beschult werden, ist natürlich auch eine Entwicklung da und man kann sehen, es sind auch taube Kinder dort oder Schüler beschult. Vielleicht ist aber auch der Nachteil da, also bestimmte Punkte, die man auch im Kopf behalten muss, also dass man auch Probleme bekommen kann und dann, was ist davon die Folge? Also gibt es dann für Probleme, die dann entstehen können, gibt es dann, also jetzt in der Schwerpunktschule, wenn Probleme sind, wohin geht es dann, in welche Richtung? Ja, das Problem existiert bereits. Also es gibt viel zu wenig Förderschulen für diese Schülergruppe. Also hier beispielsweise in Berlin gibt es nur eine und oder rein theoretisch wäre es dann auch in Berlin maximal mit 2 Schwerpunktschulen realistisch. Das heißt, wenn es das Förderzentrum gibt, ist halt nicht die Möglichkeit, so einfach die Schule zu wechseln. Und das ist halt schon ein großer Nachteil. Ja, das stimmt. Aber für mich
bedeutet das, dass es nicht nur die Förderschulen und die Schwerpunktschulen geben muss oder geben soll. Es braucht ein weiteres Angebot, sodass die gehörlosen Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden können, wohin sie gehen wollen. Möglicherweise an eine Regelschule mit Dolmetschern. Und dann ist die Politik in der Verantwortung, auch die Kosten dafür zu übernehmen. Und also dass halt auch nicht alles umgestellt werden kann, muss man dann auch berücksichtigen. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, so eine allgemeine Inklusionsangebot, das gibt es schon, gut. Das Förderzentrum nimmt da so ein bisschen Abstand dazu, möchte das aber natürlich auch voranbringen, ne, das Klassische. Dann gibt es die Schwerpunktschulen, wo es dann also mehr in Richtung Inklusion geht, aber vielleicht kann man nicht sagen Inklusion, sondern eher optimierte Integration. Also Inklusion passt nicht, sondern eher optimierte Integration. Da gibt es dann vielleicht das Fach DGS und es gibt einen Austausch unter den Schülern oder den Lehrern. Und dann gibt es natürlich auch die Einzelintegration, wo ein gehörloses Kind bei hörenden Schülern sozusagen beschult wird in der Regelschule. Wenn das also nicht geht und das andere nicht geht, also die Einzelintegration nicht geht, Schwerpunktschule nicht geht oder nicht geschafft wird, dann geht es wieder zurück in dieses Förderzentrum. Ist dieser Weg dann in Ordnung oder bist du da kritisch dem gegenüber? Ich denke, das ist die falsche Perspektive und auch die falschen Argumente. Wenn man sagt, ja, da geht es nicht weiter und da geht es nicht weiter, dann bleibt ja immer noch das Förderzentrum. Das ist eine sehr, sehr negative Sicht. Also ich finde, es ist die falsche Einstellung. Also man muss, dass sowohl das Kind als auch die Eltern sollten überlegen, was ist gerade für das Kind in seinem Lebensabschnitt das Passende? Welche Förderung braucht es gerade? Braucht es vielleicht nochmal Stärkung im Spracherwerb, weil es diesen spät erworben hat? Oder dann könnte möglicherweise die Förderschule das Richtige sein, weil dort auch viele weitere Vorteile für die Schülerinnen und Schüler sind. Es sind kleine Gruppen, in denen unterrichtet wird. Darüber hinaus gibt es ein gebärdensprachliches Angebot. Und wenn dann beispielsweise die Gebärdensprache gefestigt ist, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, irgendwann in eine Schwerpunktschule zu wechseln oder den integrativen Weg zu wählen. Und das kann aber auch andersrum sein. Ne? Oder man kann halt auch sagen, man besucht die Regelschule mit Dolmetscher oder FM-Anlage. Und wenn man das Gefühl hat, ja, man braucht mehr Bildung und man will mehr erfahren, dann ist das vielleicht der gute Weg, das so zu bestreiten, weil ich denke, es sind drei gleichberechtigte Lösungen, also diese drei Schulformen, die existieren und man sollte den Eltern da auch nicht die Meinung einbringen, dass, wie gesagt, die letzte Chance sei das Förderzentrum. Also es gibt viele Möglichkeiten und sollte auch diese Flexibilität offen halten, um das richtige Angebot für die Kinder zu finden. Das hast du gut gesagt und für mich ist es jetzt auch klar und auch nochmal den Hinweis zu geben, dass alle drei Wege gleichberechtigt sind und dass man halt schauen muss, was für einen passt. Ich habe noch eine vierte Frage. Das Fach DGS, das wird es ja im Förderzentrum selbstverständlich geben, in der Schwerpunktschule natürlich hoffentlich auch. Bei der Einzelintegration ist es natürlich schwieriger, aber warum schafft es denn Berlin nicht, so wie in Hamburg, dieses Wahlpflichtfach anzubieten. Also in Hamburg gibt es das natürlich noch nicht an allen Schulen. Das sind die Schulen, die können sich freiwillig dafür melden und das Fach dann anbieten. In Berlin wird es aber bisher nicht geschafft. Was sind denn die Gründe dafür? Und gibt es denn auch bestimmte Gründe, warum Berlin das nicht machen will? Ja, also die Politiker in Berlin haben eigentlich auch schon das Bestreben, deutsche Gebärdensprache für gehörlose und hörende Schüler anzubieten. So, und Berlin hat vor einiger Zeit bei der KMK das Ganze beantragt, dass DGS auch ein Prüfungsfach werden kann für die Abiturprüfungen. Das ist insbesondere auch für hörende Schüler notwendig. Und ähnlich wie in Hamburg ist es halt so, dass wenn Schüler jetzt hier Gebärdensprache lernen möchten und das
das Angebot an Schulen existiert, dann ist es nicht automatisch eine Fremdsprache, die dort angeboten wird, sondern es ist nach wie vor ein Wahlpflichtfach oder ein Wahlfach, so wie ein Kochkurs oder ein Nähkurs. Also das heißt eher, dass es für die Schullaufbahn nicht wichtig ist. Für den privaten Bereich kann es genutzt werden und von daher braucht es wirklich eine vollständige Anerkennung von Gebärdensprache als Schulfach, um letzten Endes dort auch Abiturprüfungen abnehmen zu können, dass es wirklich gleichberechtigt zu anderen Fächern wie Soziologie oder Spanisch ist. Und wenn das in Deutschland wirklich irgendwann der Fall sein sollte, braucht man die Anerkennung der KMK, also der Kultusministerkonferenz, dass DGS im Abitur als Prüfungsfach genommen werden kann oder als Ersatz für die zweite Fremdsprache. Genau, das ist die Voraussetzung dafür. Und egal ob in Berlin, Hamburg oder in anderen Bundesländern, sollte dann die Entscheidung da sein, wenn man einen Gebärdensprachkurs einführt, dass das dann auch weiter etabliert wird. Und wenn es halt nicht machbar ist, dann bleibt DGS wirklich quasi wie ein Kochkurs und das ist nicht genug. Oh, hart gesagt. Kochkurs und ich weiß gar nicht, ob andere das auch so sehen, das ist natürlich die Möglichkeit, aber du kannst es natürlich auch so ganz klar hart beschreiben. Ja, ne? Ich will das vielleicht nochmal erklären. Wenn eine Schule deutsche Gebärdensprache anbietet, dann ist es wie bei einem Kochkurs. Das heißt, jeder Mensch, der kochen kann, kann diesen Kurs durchführen. So, und so ist es auch in Gebärdensprache. Wir möchten dann halt, wenn das Ganze als vollwertiges Fach angeboten werden soll, braucht es Lehrer, die auch wirklich ein Studium absolviert haben und DGS unterrichten können. Und das ist ein wichtiger Faktor für die Qualitätssicherung. Okay, gut beschrieben. Vielen Dank dafür. Die Zeit ist natürlich wieder knapp. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage, die mich sehr interessiert, zum Punkt KMK. Hattest du ja gesagt, dass da ein Antrag gestellt wurde vor 2 Jahren und bisher ist es ja da ziemlich still geworden. Wie sieht es aus? Warum weigert sich die KMK so ein bisschen, versucht sich da rauszureden und ist nicht so gern, nicht so offen dabei, da zu finanzieren, weil ja die Gebärdensprache nun 2002 schon seitdem anerkannt ist und das ein Recht da ist. Es gibt Wissenschaftler, die darin forschen, es gibt eine Universität, es ist irgendwie alles da. Aber was ist jetzt das Problem? Kannst du das erklären? Naja, leider kann ich das auch nicht wirklich nachvollziehen, warum sich die KMK so dagegen wehrt. Ich denke, vieles hängt an der Finanzierung. Wenn man DGS als Unterrichtsfach anerkennen würde, das würde bedeuten, dass an allen Universitäten oder an anderen Universitäten auch Gebärdensprache angeboten werden muss als Studienfach. Und bislang ist es so, dass auch an Förderschulen nur die wenigsten Lehrkräfte komplett gebärdensprachkompetent sind. Also das heißt, man muss Gelder bereitstellen für diese Ausbildung. Und bei der KMK gibt es ein paar Personen, die auch schon gesagt haben, ja, Gebärdensprache als vollwertige Sprache anzuerkennen, machen wir. Ja, die sind dazu bereit. Und andere sagen halt, im Vergleich zu Englisch, da gibt es die gesprochene Sprache und die Schriftsprache. Wie schaut es denn da in Gebärdensprache aus? Dadurch, dass es keine Schrift gibt, kann man es nicht als zweite Fremdsprache vollwertig anerkennen. Und das heißt also, es braucht noch viel Zeit und Geduld, auch diese Personen davon zu überzeugen. Und ich bin optimistisch, dass wir auch das schaffen. Oh, da freue ich mich schon. In 2 Jahren soll es schon so weit sein. Das heißt also 2019, 2020, das wäre toll. Ja. Noch eine letzte Sache. Du kannst jetzt als persönlich nochmal an die Zuschauer dich richten, kannst nochmal sagen, bevor die Sendung zu Ende geht, was dein persönlicher Wunsch ist für die Zukunft. Also wir sind momentan im Entwicklungsprozess. Man kann sagen, in Deutschland haben wir noch keine gute Lösung gefunden, was die bilinguale Bildung anbelangt. Es gibt ein paar Angebote, beispielsweise mit Dolmetschern, aber es gibt natürlich auch viele Nachteile, die damit verbunden sind. Und was mein Wunsch ist, dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht. Das heißt also, es bedarf die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern,
ja, zwischen Regelschulen, Sonderschulen, Gehörlosen und Schwerhörigenvereinen, da müssen alle an einem Strang ziehen. Und es sollten keine Vorwürfe hageln, wer denn jetzt wieder was falsch gemacht hat, sondern wir sollten zusammenarbeiten, um eine neue Lösung zu finden. Ja, vielen, vielen Dank für dein Schlusswort. Also ich muss noch mal sagen, das war eine sehr interessante Diskussion. Leider ist die Sendung schon am Ende. Ich bedanke mich bei den Zuschauern für ihr Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.